angefangen hast, Musik zu machen, war für viele Jazz noch ein Fremdwort. Wie hast du, bist du selber in die Szene reingekommen? Es war mein Vater, der war ein klassischer Schlagzeuger am Funk, am Radioorchester, spielte in drei Orchester, so ein bisschen Mantovani-Orchester, mit viel Geigen und alles, aber ich spielte alles. Pauken und Glockenspiel und alles. Aber er liebte auch Klarinett spielen und sein Liebling war Benny Goodman. So, ich hörte das ganz früh an und so bin ich eigentlich zum ersten Mal in die Jazz gekommen. Ich habe, da ist hier einer, Erik van den Berg, der hat für mich eine Biografie geschrieben. Da sind Aufnahmen rein von meinem Vater und ich selber. Und dann bin ich 12 Jahre alt und dann spielt er Klarinette. Das ist ganz schön, du sagst dir. Ja. Aber warum hast du dann Schlagzeug ausgewählt? Weil ich zu blöd bin, um Noten zu lesen. Mit Schlagzeug kann man noch ein bisschen einfüllen, aber all die Fliegen, Scheiße auf weißes Papier, was soll ich damit? Ich denke, ich will einfach losgehen. Und dann hat mein Papa mir zwei Stücke gegeben und das Gene Krupa Drumbuch. Das fand ich so unheimlich langweilig. So, nou, ik ben, bis heute, ik kan nog geen noten lezen doen, überhaupt niets. Interessiert mich auch nichts. Interessiert mich nur, wo die Musik geht und wie ich das folge. Wenn man dich jetzt aber hier auf der Bühne sieht, dann scheint es so, als würdest du am liebsten auf allem trommeln wollen. Naja, es ist so schön, um noch immer spielen zu können. Und dann auch mit jungen Leuten, die absolut so viel jünger sind wie meine Kinder. Und die auch in meine Straße spielen, wie man sagt in Holland. Wir haben überhaupt nichts abgesprochen. Natürlich, wir haben ein CD gemacht und ein LP, aber ein Setlist, come on, das machen wir überhaupt nicht. Und dann habe ich mich beschränkt nur auf ein Snare-Trommel, ein kleines Ding. Mein Vater hat immer gesagt, warum schleppst du so viel von die Scheiße mit? Wenn man nou niet op één trommel spelen kan, dan kan man het überhaupt vergessen. Zo is eigenlijk een goede raad die ik jetzt auf. Ja. Trotzdem, wie kommst du mit den jungen Musikern in Kontakt? Rufen die an und sagen, Han, ich möchte mit dir spielen? Oh, das passiert mal, Leute, aber das misstraue ich ein bisschen. Da geht es über Name-Dropping. Die möchten so gern mit Han Benning spielen. Was es auch bedeutet. Nein, diese Leute habe ich selber begegnet in Banff, in Rocky Mountains, in einem Kurs von Dave Douglas. Und Simon kam da mit seinem eigenen Trio und seiner Frau. Seine Frau ist auch eine ganz schöne Sängerin. Erste Week bin so froh, mit diesen Leuten zu spielen. Und dann Joachim Badenhorst, seit Fred van Hoven mit Brutzmann kamen da überhaupt keine Musiker aus Belgien. Aber jetzt, ich sage es dir. En Joachim is de einde daarvan. En het gibt zoveel Spaß om met die Leute te spelen. They have like an incredible input. Wat eier door. En niet populair, niet om populair te zijn. Het is niet die einfache Weg met een rotes Licht op die Bühne en dan kom ik uit. Nee, fuck it. Deshalb heb ik mijn riesen Rassel mitgenommen. Um doch ein bisschen zu zerstören. Ich erinnere mich, als ich irgendwann in München mal Lionel Hampton gesehen habe, mit 90 noch, ja. Habe ich mich gewundert, dass er gespielt hat. Und hinterher hat mir jemand erzählt, dass er spielen musste, weil sein Apartment ausgebrannt war. Wie ist es bei dir? Du hast noch ein Haus. Naja, es ist heute der Geburtstag von Ella Fitzgerald. Und die lebt am Ende ihres Lebens auch mit zwei abgesägten Beinen. Von Zuckerkrankheit. So. Und die trat noch immer auf in einen Rollstuhl. So weit will ich es nicht machen, hoor. Dann lieber die Pil von Drion, dass man dasselbe. Nein, aber der Wunsch ist, so lange wie möglich durchzugehen, weil ich,
ik wil besser und besser. Und ich kann selber entscheiden. Ich will präziser. Ich übe mehr. Ich habe nicht so viel Scheiß drumherum notwendig, um mehr zu etalieren. Nein, es geht besser und besser. Und dann auch ja, junge Leute, auch in Holland gibt es einen Klavierspieler, mit wem ich ganz gern spiele am Augenblick. Und dann spiele ich heutzutage mit Uri Kane. Und ich habe überall so mein Schwammen, mein Boleten. Wie hältst du dich überhaupt fit? Ich meine, man muss ja als Schlagzeuger, stelle ich mir vor, dass man wahnsinnig viel Energie braucht. Wie hältst du dich fit? Naja, man gewöhnt sich da auch ein bisschen an. Früher musste ich immer in eine Ente ist ein ganz billige Zitrone, von Amsterdam nach Berlin fahren, über die Grenze in Helmstedt. Musste ich alles leer holen, weil die Leute ja, hadden zich gelangweilt. Dan waren es minus 14. Dan heb ik nog gespeeld in een café in Berlin. Dan ben ik gleich teruggefahren in die Ente. Die lief nur 80 km pro Stunde. Maar dat heb ik gemacht. Ik kam weinen zu Hause, al die dingen. Wenn du jetzt was ändern könntest, also sag mal, du hättest jetzt die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewirken in der Jazzwelt, was würdest du denn ändern? Ja, ich will überhaupt nichts ändern, weil es mir heutzutage eigentlich so gut geht, aber so gut ist auch beschissen. Man muss immer aufpassen, dass es ein bisschen ein Yin-Yang-Ding ist. So. Aber das Einzige, was ich hoffe, dass ich so lange wie möglich noch mitgehen kann und etwas Musikalisches oder etwas ändern kann im Schlagzeugspiel. Das ist eigentlich mein Wunsch, weiter nicht. Ich erinnere mich noch letztes Jahr, als Hans-Jürgen irgendwie erzählte, was er auch mit seinem Preisgeld macht. Weißt du schon, was du mit deinem Preisgeld machst? Kaufst du dir ein neues Fahrrad? Nein, was ich mit dem Preis mache, erstens ist es für mich so ein Basislohn. So etwas habe ich nicht gehabt. Ich war heute... Morgen bin ich aufgewacht und dann habe ich laut gesungen in mein Bett, so ein Tag wie heute. Und das erlebt man nicht oft. Ich bin da sehr froh, ich kann es sehr gut gebrauchen. Aber ob ich an eine Seite schieben kann und etwas zufügen kann an meine ethnologische Sammlung, das weiß ich nicht hoor. Das ist es zu heavy voor im Augenblick. Okay. Aber wenn schon, wenn ich etwas kaufe, dann lasse ich ihr das wissen, ja? Okay, aber nicht per Mail, sondern per Telefon. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, das reicht. Wir haben uns hier bestens unterhalten. Ich hoffe, Sie hatten auch was davon. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich wünsche einen guten Appetit und viel Erfolg. Und schön, dass wir einander kennen. Besten Dank.